Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ja. Diese mit Kryptowährungen und so, Investitionen. Ne, ja, genau, das ist mit Kryptowährungen. Genau. Ja, beruhig dich. Der hat sich in meinen Laptop geschlichen und hat da irgendwie sich angemeldet, weil er irgendwo investieren will, weil wir ihn sowieso bald feuern. Rakesh, Giuseppe Alfari, Rakesh. Hallo. Komm, ein Telefon für dich. Hallo. Hallo Firma Ziegenhagen, Larifari, mein Name, wie kann ich Sie helfen? Schönen guten Tag, Anna Weber am Apparat. Ich bin Kundenberaterin für Investitionsprojekte mit Kryptowährungen, ja, also mit Immediate NextGen. Sie haben sich auf unserer Webseite angemeldet, stimmt das? Ja, ja, das ist Immediate Next Generation, richtig? Genau, Next Generation. Super, absolut super, richtig, super. Ja, genau. Welche Generation super, genau. Jetzt? Ist Generation 3 oder schon 4 gekommen? Also schon 4 gekommen. Oh. Aber ich erkläre Ihnen gerne. Darf ich fragen, haben Sie irgendwelche Erfahrung schon in diesem Bereich? Nein, ich will vieles Video gucken, so Investment, Trading, Money Making, und ich möchte da gerne meine ausprobiert machen. Bitte. Ja, gerne. Also ich erkläre Ihnen ganz kurz, wie es bei uns läuft. Ja? Okay, das ist sehr freundlich. Ich möchte mir sehr viel bedanken. Ja, danke. Also auf jeden Fall handeln Sie nicht alleine. Durch unser Unternehmen bekommen Sie die Betreuung des Finanzanalytikers, ja, also und ein automatisches Programm. Sie haben sicher von der KI, von einer künstlichen Intelligenz oder einem automatischen Handelsroboter gehört, ja? Ah, oh, KI selber benutzen, aber der andere KI nicht kennen. Weil ich nehme KI für Thumbnail machen, ich nehme KI für Music machen und ich nehme KI für, wie sagt man, Photo Generation machen. Deine Firma auch ja, machen? Genau. Ja, genau. Und bei uns KI, das ist auch so eine Software, ja, die komplexe Algorithmen und mathematische Modelle verwendet, um Kursbewegungen auf dem Finanzmarkt vorherzusagen. Ja? Kursbewegung? Also Kursbewegung, genau. Also das heißt, verstehen Sie, also es hat die Aufgabe, eine tiefgreifende Analyse des Finanzmarktes, ja, durchzuführen. Und der Finanzmanager wird Ihnen zugewiesen. Der hilft Ihnen bei der Installation von dieser KI und er hilft Ihnen, viel Geld zu verdienen. Ja? Wie viel Geld? Also mindestens 30%. Ja, danke. Bitte. Mindestens 30% Profit monatlich. Ja? Jeden Monat? Also Sie... Oh mein jeden Gott. Monat, am Ende des Monats, Sie Gott. Kriegen mindestens 30% Profit. Da muss ich meine Bruder ja, nachher sagen. Gut, aber mit welchem Mindestbetrag möchten Sie starten? 300, 500 oder 1000 Euro? Oh, wenn man kann mal 30% bei einem Monat Minimum, ja? Minimum. Ja, Minimum. Minimal 30% monatlich. Das kann man einmal Investment machen oder kann man oft Investment machen? Also Sie können zuerst einmal starten, ja. Sie schauen sich, wie es läuft, ja. Okay. Und wenn es Ihnen passt, dann können Sie natürlich noch mehr investieren. Aber das entscheiden Sie schon, ja. Zusammen mit dem Finanzanalytiker, ja. Okay, wie ist sein Name? Also er wird Ihnen zugewiesen, nachdem Sie die Einzahlung auf Ihr Handelskonto gemacht haben. Verstehen Sie? Ah, gibt nicht nur eine, also, gibt ein paar mehrere von diesen Menschen, right? Ja, genau. Also alle Experten operieren mit fundamentaltechnischer Analyse. Was? Mentaltechnische Analyse? Nee, fundamentaltechnische Analyse. Ist das sowas wie mit Glaskugeln machen? Mentalist, oder?
Nein, mental ist fundamental, ja. Ah, fundamental, okay. Fundamental, ja, technische Analyse. Also das heißt, also fundamentale Analyse, das benutzt man, um die aktuelle Situation mit den Ressourcen in der Welt rauszufinden. Es hängt vor allem von den Nachrichten und Geschehnissen, ja. Und technische Analyse, also bestimmt die beste Zeit für Einkaufen und im weiteren Verkaufen von den Aktien, ja. Aber ich muss nicht mitten in der Nacht aufstehen, oder? Nein, das macht der Finanzanalyst für Sie, ja. Oh, der Nachtschicht also, haben? Und, Nacktschicht. Also Nacht nicht, also oh der KI Gott. Macht für Langsam kriege ich Kopfkino. Tiefgreifende Analyse in der Nachtschicht. Oh mein Gott. Aber das ist gut. Nein. Gut, also mit welchem Mindestbetrag möchten Sie starten, Herr Larifari? Gibt bei deiner Firma einen Bonus, wenn man viel Geld nimmt, bei erster Mann? Ja, natürlich. Ja? Also wenn Sie, sagen wir, wenn Sie mit 500 Euro starten, Sie kriegen einen 100 Euro Bonus von unserem Unternehmen. Okay, und bei 1000, was können wir da machen? Also da auch, 100, also mehr, also im Moment geben wir nicht, ja. Oh, na, wir werden aber bei 30% bei einem Monat sehr viel. Genau. Dann mockt ich mit 1000 Euro bei deiner Firma bei Aktenkoffer hinbringen, ja? Genau. Also Sie möchten mit 1000 Euro. Sie möchten mit 1000 Euro starten? Aha, wir können machen, aber sag mir, wo ist deine Callcenter? Sie haben leider falsche E-Mail bei uns hinterlassen. Warum? Larifari@web.de, ist das richtig? Oh, web.de ist schon nicht mehr funktioniert machen. Ich kann Ihnen eine andere geben. Ah. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer oder nicht? Ein Smartphone kaputt. Wir können E-Mail geben. Ah, bitte. Also geben Sie bitte mir Ihre E-Mail. Richtig? Ja, Telefon. Telefon. Und dann Ziege. Ziege. Aha. @gmail.com. Ziege. Telefon Ziege @gmail.com. @gmail.com. Aber was bedeutet, also Telefon Ziege, ist das zusammengeschrieben ja, oder eine getrennt? Wort, eine Wort ist indische Worte. Telefon Ziege, IE, ja? Ja, wie das Goat in Englisch, Goat. Weißt du Goat? Gott, okay, Telefon Ziege. Kann du einmal buchstabiert machen? Buchstabe. Ja, bitte, buchstabieren. Ja, bitte. T wie der Türke. E ja? Wie der Engländer. L wie der Leguan. Ja? E wie der Engländer. Ja? F wie den Frankreich. O wie Osman. N wie Neger. Z wie Ziege, I wie den India, E wie England, G wie Griechenland und E wie den England und dann @gmail.com. Ah, okay, habe ich. Gut, war sehr gut. Also warten Sie bitte, ja, wunderbar. Warten Sie bitte dann, haben Sie Online-Banking-Möglichkeit durchzuführen? Ja, ich habe. Können wir dann heute anfangen, weil heute ist Donnerstag, ja? Oder? Nee, warte. Ja, wunderbar. Also, ich muss gerade eine Überlegung machen, weil bei Freitag meine Familie und ich bei Urlaub fahren nach India, nach Amritsar, Red Golden Temple Visitation machen. Können wir heute fertig machen? Das kann ich bei Urlaub schon Geld wunderbar. Verdienen. Super, das können Sie sofort machen. Moment, warten Sie bitte. Aha. Ja, ich freue mich auch sehr. Also Sie möchten mit 1000 Euro anfangen, ja? Okay, wir können machen.
Okay. Aber sag mir, ich geht schon dreimal fragen. Wo ist Callcenter? Welche Stadt? Callcenter drinnen? Also wir sind in Berlin, ja. Oh, also Berlin. Wo denn? Berlin, ja, in Deutschland, ja. Mariendorfer Damm 179? Nein, also wir befinden uns Leipziger Platz 15 in Berlin, ja. Oh, ist gute Adresse, ja? Auch Gesundheit, hat du Corona, meine Schwester? Danke. Gleich, Moment, also jetzt kriegen Sie eine E-Mail von mir geschickt, ja. In wenigen Minuten, Sie mir bitte... Warte doch mal, du bist krank, du könntest mir kein E-Mail schicken, sonst Virus bekommen. Wir müssen indische Chakra für Gesundheit und Genesung machen, damit du gesund werden, okay? Kannst du mit mir sagen, Badaskilia Apakaladonat, für sehr viel Glück und Liebe bei deinem Leben bringen. Sagen Sie mir bitte, ob Sie eine E-Mail von mir bekommen haben, Herr Larifari. Larifari, ja, soll ich jetzt E-Mail-Adresse aufmachen? Ja, bitte, machen Sie bitte E-Mail-Adresse auf. Ich habe als Thema Immediate Next Scan genannt, ja, also von dem Brief. Und, Entschuldigung, und ich habe Ihnen eine kurze... Du kannst nicht was mit, meinen Sie? Hat du Corona? Du kannst nicht mit Corona bei Arbeit kommen, alle Menschen krank werden und sterben. Nein. Benzo? Nein, ich sterbe nicht. Also gut, ich bin absolut gesund. Aber du immer Hustung machen. Das ist nicht gesund für andere Menschen. Ja, wie viele Menschen im Callcenter arbeiten, sag mir. Herr Larifari, meinen Sie im Büro? Bei deinem Callcenter, also wie viele Menschen arbeiten? Also ungefähr 100, ja. 100 aber wir Leute? Sind absolut in Ordnung. Ja, genau. Aber wir gehen jetzt zu unserer E-Mail, okay? Zu unserer Seite. Ich habe keine E-Mail bekommen. Ich schon drin. Haben Sie? Nein, nicht bekommen. Telefonziege@gmail.com. Ich buche jetzt mal. Ja, Telefonziege. Dreimal. Prüfen Sie bitte noch einmal, ob Sie es von mir erhalten haben. Von Anna Weber sollten Sie es bekommen haben. Anna? Und ich habe Ihnen, Anna Weber, ja. Und ich habe Ihnen die Bankdaten für Kontoaktivierung zugeschickt. Aha, das ist sehr gut. Aber ich kann E-Mail, meine Schwester, ich bin E-Mail-Account drinnen, nicht dauernd F5 klicken, wie ein Meerschweinchen, das bei Wasser trinken dran rumnuckelt machen, aber kein E-Mail kommen. Ich fühle mich wie ein Hamster. Haben Sie noch keine... interessant, Telefonziege. Okay, haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Ah nein, ich doch gesagt, ist kaputt. Du mit wie eine E-Mail bei meiner Scheibe. Darf ich fragen, was machen Sie beruflich? Noch einmal? Was machen Sie beruflich, darf ich fragen? Bei der Firma Company Homeoffice arbeiten, ja? Ah, Sie Homeoffice arbeiten. Okay, Herr Larifari, machen wir folgenderweise, ja? Kann du noch mal schicken? Ihnen, ich versuche noch einmal zu schicken, ja? Kann du noch mal E-Mail-Adresse noch mal schreiben? Ja, bitte. Ne, du machen. Einmal was du aufschreiben bei meine. Bei Account. Ja, und. Also Telefonziege. Wie hat du Telefon schreiben? E-Mail. Mach mal Boxstabierung Telefon, machen. Telefon. Ja, also T wie Teresa, E wie Elefant, L wie Ludwig, E wie Elefant, F wie Friedrich, aha. O wie Otto. Sehr gut. N wie Nordpol. Aha. Und dann C wie Zeppelin, ja. C oder Z? Was hat du schreiben? C oder Z? Also meinen Sie Zug? Ja, Zug, nicht Cäsar Zug schreiben, weil ich glaube nicht, dass Cäsar ist jemals bei einem Zug gefahren. Weil den Römer nur Aquädukt haben. Ja, genau. Also das ist ein Zug. Dann I noch einmal wie Ida, E wie Emil, G wie Gustav, E wie Emil. Rich? Genau, @gmail.com.
nick.de.com. gmail.com, ja. Also nick.net oder de.com. Wie Kim.com, okay, der kleine also, Dicke. Ich schicke es Ihnen noch einmal. Right. Wir die hier drüben alle sehr lieben. Ich soll dir von Tabasco-Fanatikerin grüßen. Kennst du die? Nein, kenne okay. ich sie nicht. Gut, Herr Larifari, also machen wir dann folgenderweise, ja. Hast du jetzt schicken oder nicht? Noch einmal. Ich habe zweimal Ihnen schon die E-Mail geschickt mit den Bankdaten für Kontoaktivierung. Ja, also prüfen Sie dann bitte es in Ihrer E-Mail-Box. Aber ich habe die offen. Haben Sie es? Ah, interessant. Sollte kommen, noch einmal. Ist bei Madariaker, ist bei Spam reingekommen. Ist gekommen, wunderbar. Das ist sehr gut. Empfänger Stefan Hegele. Ja, das ist der Leiter unserer Finanzabteilung. Und was sehr wichtig ist, Herr Larifari, also wir brauchen, wenn Sie das die Einzahlung gemacht haben, wir brauchen Screenshot, ja, Bestätigung und Fotokopie des Personalausweises, ja? Ausweis? Also, Passport? Ihr Handels... Ja, Passport, ja, bitte. So können wir Ihr Handelskonto offiziell verifizieren, verstehen Sie? Aha. Gut, können Sie es jetzt per Online-Banking durchführen? Ich werde dabei ein Online-Banking machen. Aber ich habe jetzt... Okay, ja? Ich bleibe mit Ihnen. Ich bleibe dann mit Ihnen, während Sie das machen. Und wenn Sie die Kopien dann mir auf die E-Mail geschickt haben, dann bestätige ich es, dass ich es erhalten habe. Gut? Okay, wir können machen. Aber dauert ein bisschen, also ja, weil meine Computer war bei Napoleon schon alt. Der immer sehr lange gebrauchen. Nein, kein Problem. Ich kann da bleiben, so dass ich es bestätige, dass ich die Dokumente bekommen habe, ja? Aha. Und dass es weiterläuft. Okay, kann machen. Ich werde jetzt bei meinem E-Mail-Banking, Online-Banking, E-Mail-Banking, oh mein Gott, diese deutsche Worte, ganz schwierig für einen Mensch von Indien. Aus welchem Land du kommst? Sie kommen aus Indien, ich komme aus Polen, aber ich lebe schon 20 Jahre lang in Deutschland. Oh, ja. Das ist sehr schön. Wie sagt man guten Tag auf bei Poland? Dzień dobry. Wie war Dzień dobry? Ja, dzień dobry. Tak. Und bei India, wir sagen Benjot. Benjot? Benjot. Oh, das ist das heißt, angenehm. So wie Hallo, schön. Wie Hallo. Wenn man sich bei Straße sieht, einmal Benjot. Einmal bei Arm nehmen und eine Drückung durchführen, dass man sich sehr viel Liebe zeigen bei anderen Menschen. Okay? Das finde ich schön. Weil du bei dieser Leben, bei dieser Welt, so viele Menschen stellen, so viele Krieg machen, so viele Ärger machen. Wir müssen alle anderen Menschen, wir müssen den lieben. Okay? Ja, gerne. Oh. Natürlich, das müssen wir machen. Gut, also machen wir die Sache jetzt, ja, zusammen. Also ich bleibe dran und Sie führen die Online-Banking durch, ja? Ja, ich schon einloggen machen, ich gerade schreiben, weil ich habe, wie sagt man bei Deutschland, Analdrüse, wie sagt man, Headset bei Kopf drauf. Ja. Gut, ich bleibe mit Ihnen. Okay, jetzt ich das bleibe Name. Mit Ihnen so, warte bis mal. Ich die Unterlagen bekommen habe, ja? Ja, das ist keine Problem. Jetzt muss bei dieses Name Hegele, muss dann noch das Immediate Next Gen auch mit reinschreiben, weil das ist ja Firmakonto, oder? Nein, also schreiben Sie nur Stefan Hegele, ja, so wie es jetzt geschrieben ist, dann ist es richtig, dann kommt okay. es richtig an, ja. Okay, muss ich bei, also dann, wenn du bei Verwendungszweck steht nur Money Transfer drinnen, muss man noch mein Account, ja, genau, mein Account Number genau. von Immediate muss auch reinschreiben? Nein, schreiben Sie Money Transfer, Sie bekommen die Zugangsdaten von dem Finanzanalyst, ja? Aha. Schauen Sie, Sie überweisen jetzt das Geld erscheint 1.000 Euro auf Ihrem Handelskonto. Und Ihr Handelskonto ist so wie die Bankkonto, ja, das Bankkonto, nur mit dem Unterschied, dass mit Hilfe von dem automatischen System von KI, ja, Sie bekommen die Möglichkeit auch zu beobachten, wie das Geld weiter für Sie arbeitet, ja? Aber, also, ja?
Das verstehen ist gut. Sie? Und da kann man das angucken, ja? So wie so Livestream. Genau. Ja? Genau. Und der Finanzanalyst, ja, hilft Ihnen bei der Installation von dieser KI und gibt Ihnen die Zugangsdaten zu Ihrem Handelskonto. Oh. Und Sie können, ja, Sie können dann die Zugangsdaten wechseln, so dass nur Sie die Zugangsdaten kennen, ja? Das ist sehr gut. Aber sag mir, warum dein E-Mail von Gmail kommen? Hast du kein Company-E-Mail-Adress? Nein, das ist allgemein von unserem Unternehmen. Unser Unternehmen heißt Emmy Solutions und wir sind ein internationales Unternehmen, ja, und arbeiten europaweit und deswegen, ja. Also das ist universal sozusagen für alle Branchen, ja, sozusagen für alle Branchen auf dem Finanzmarkt bei uns. Oh, okay. Das ist sehr gut. Aber jetzt musst du mir nochmal sagen, bist du sicher, das ist das IBAN, was du schreiben, ist richtige IBAN? Ja, ja, das ist alles richtig. Weil ich bin jetzt gerade hier bei Postbank, bei meiner Bank drinnen, ja? Und ich jetzt den reinschreiben und auf Transfer drücken. Und jetzt, weil du meine Deutsch nicht so gut, vielleicht dich falsch verstehen, vielleicht kannst du mir helfen. Hier steht, die von innen angegebene Kontoverbindung ist nicht verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der gemachten Angaben. Fehlernummer 405. Ah, okay. Also noch einmal. Dann prüfen Sie die Ziffer, ja? Nein. Ich kann Copy-Paste machen. Okay, ich kann Copy-Paste machen. Ich kann rein. Okay, ohne. Wissen Sie, ohne. Meerschweinchen. Einfach DE178109 ohne Pausen, ohne Hashtag. Ja, verstehen Sie, was sollen Sie angeben? Nicht einfach Copy-Paste. Aber warum denn? Sondern alles. Ich schicke Ihnen noch einmal, was meine ich, okay? Ja, bitte. E-Mail, Moment. Okay, ich schicke IBAN Ihnen noch einmal dann. Moment. Aber so richtig, damit Sie Copy-Paste machen, sehen Sie? So, ohne. Aber egal Nummer reinnehmen. DE17 ist erste und 17 ist letzte. Bank sagt, Konto überweisen. Oh mein Gott, warte, noch einmal. So sollen Was Sie angeben. Das? Alle zusammen. Alle Ziffern zusammen sollen Sie angeben. Verstehen ja, Sie, aber was ich doch machen. Gemacht haben. Ich alle rein Copy machen und dann alle rein Schreiben machen. Aber Postbank sagt, Konto gesperrt, kann man nicht benutzen. Hat du andere Kontonummer, meine Schwester? Wir haben schon andere, aber probieren Sie bitte, ich habe Ihnen gerade eben noch mit allen Ziffern zusammen geschickt, ja? Schiffen? Und probieren Sie. Ja, noch einmal. Probieren Sie bitte noch einmal, ja? Würde ich noch mal probieren? Ja, bitte. Sehr gerne. Mhm. Da. Aber noch keine Mail kommen. Aber vielleicht jetzt bei normal. Oh, jetzt ist bei normaler Post gekommen. Das ist sehr gut. Ja, aber das ist doch der gleiche wieder, was du mir schreiben. Ich der schon bei meiner Accounting, was ich nochmal machen, okay? Ja, machen Sie das also noch einmal, ja. Aha. Ich jetzt Copy-Paste oder reinschreiben, was soll ich machen? Also normalerweise, man schreibt das alles rein. Okay. Aber wenn, vielleicht deswegen, also probieren Sie alle diese Stiefel rein zu schreiben. Ich werde machen. Ich schwöre auf die heilige Kuh, ich werde der machen. Ja. Das ist immer so, dass jede Bank etwas Besonderes möchte, ja? Ja, den immer sehr krank bei den Schädel drinnen. Die immer so schwierig die Leben machen. Weil du Menschen genau. viele Probleme bei Leben haben und eine Bank noch mehr Probleme bei den Leben reinbringen. Und dann Karma kaputt. Und der meine Kopf schlagen. So, ich da reinschreiben. Ja. Sehr geehrter Kunde, bitte. Beachten Sie, dass Überweisungen an die von Ihnen gewählte Kontoverbindung derzeit nicht möglich sind.
Der sagt nicht funktioniert. Man hat auch andere Konto bei, was kann ich machen? Weil ich muss bei halbe Stunde zu Doktor. Ich muss jetzt bald bei Taxi okay, bei Cab reinbringen. Tim, einen Augenblick bitte. Okay, ich frage bei der Finanzabteilung gleich. Gut. Das ist sehr komisch. Ich noch nie haben. Ja, ich habe auch, das ist komisch natürlich. Oh. Vielleicht Ihre Bank möchte etwas, ja, aha, Besonderes. Ja, weil weil ich habe jetzt gerade einmal bei, weil meine Deutsch nicht so gut, meine Deutsch von Toilette einmal drinnen, ich bei Translator bei India reinmachen und der sagt, das kann man, beste Gebrechen, bitte, boy, aber du kannst keine Indisch, ne? Das hilft uns nicht weiter. Ja, also ich habe Ihnen, sagen Sie, ich habe Ihnen noch eine Bankverbindung, ja, zugeschickt. Okay. Mit Alois Fink, ja, auch eine deutsche Bank. Sehr gut, sehr gut. Auch von unserer Finanzabteilung. Sehr gut. Probieren Sie bitte erst das. Ja, wir können der auch probieren. Alois Fink. So, ich das einmal da reinpacken. Bei Discord drinnen, weil wir das dann gleich bei ein Destruction machen. Also den Überweisung machen, ja? Ja. So, das muss einen Moment das eben schreiben, ja? Ja, aber ja, hat du nicht vorhin gesagt, soll ich 1.100 Euro per Überweisung und dann kriege ich 100 Euro Bonus oder war da eine andere Sache? Ja, ja, Sie kriegen 100 Euro Bonus sicher. Ich werde das sofort auch weiter dem Finanzmanager sagen. Oh, also das heißt, auf Ihrem Handelskonto dann erscheinen 1.100 Euro, ja? Sehr gut. Und wann kann ich dann anfangen, wenn wir heute machen? Kann ich morgen anfangen? Also noch heute bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr wird... Wir schaffen. Der heilige Kuh wird uns beschützen. Ja, also der Finanzanalyst wird Sie heute bis 18 Uhr kontaktieren, ja. Das ist sehr gut. So, ich würde es reinschreiben und der auch wieder sagen, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass an die von Ihnen angegebene Bankverbindung keine Überweisungen durchgeführt werden können. Hat deine Firma ein Problem vielleicht, von der ich nicht weiß? Nein. Das ist sehr komisch. Überhaupt nicht. Das ist sehr komisch. Was ich nochmal, ich noch mal Copy-Paste machen. Weil hier steht Hinweis, BaFin 403.17. Aber was ist, weiß ich nicht, was bedeuten. Ich weiß es auch nicht überhaupt. Also alle anderen Kunden unseren, also führen normal. Ich werde noch einmal probieren. Ich gehe es bei Computer machen. Ich gehe es nochmal bei Smartphone machen. Okay, und dann können wir da probiert machen. Also ich frage zwischendurch bei der Finanzabteilung, also was da noch ist, die Möglichkeit, ja? Ja, aber vielleicht noch eine andere, was kann man nehmen? Mir egal, Hauptsache ich kann das Trading, ich möchte Power Trading machen. Verstehe, also es könnte sein, dass etwas bei Ihrer Bank auch... Wissen Sie, die Banken, die sind sehr auch schlau, muss ich Ihnen sagen. Also, okay. Ist das gut also oder nicht gut? Das ist nicht immer gut, aber gut. Also ich gehe jetzt auch bei Handy reinschreiben, bei Handy andere Fehlermeldungen kommen. Also ich schicke Ihnen noch eine Variante, ja. Okay, das ist sehr gut. Also probieren wir das. Also vielleicht lässt Ihre Bank dann zu, ja? Wir können probieren. Also mir das sehr komisch. Ich mir viel Entschuldigung machen. Das tut mir sehr leid, dass ich so lange gebrauchen. Aber ich kann nicht dafür. Nein, kein Problem. Deswegen, ich bin Kundenberater und deswegen bleibe ich mit Ihnen, ja? Ich bleibe so mit Ihnen, dass wir es durchführen und dass ich das bestätigen kann. Also probieren Sie bitte diese noch, Bankverbindung. Hast du noch mal Einschickung machen? Ja, ich habe noch eine Bankverbindung geschickt. Okay, Daniel Wodke. Daniel Wodke, bitte. Wie viele Kontonummer deine Firma haben bei Deutschland?
Ja, natürlich. Also wir sind ein, wie gesagt, wir arbeiten in allen Ländern von Europäischen Union, ja. Und deswegen, also das müssen Sie verstehen. Das ist ein internationales Unternehmen. Okay. Und natürlich. Und sollen wir zusammen die Internationale singen? International singen machen wir nicht jetzt. Warum nicht? Warum nicht? Komm, sollen wir zusammen indische Lied singen, oder? Singen. Wenn ich mein Herz bei deinem Telefon gebe, musst du mit mir singen. Leider, ich kann Indisch nicht singen, ja. Aber eines Tages werde ich das lernen, ja. Ja, weil du bei Knast wie viel Zeit haben, da kannst du all die indische Lieder lernen, vielleicht kannst du dann ein Remigration nach India machen und Buße machen bei Heilige Tempel. Okay? Ah, das würde ich gerne machen. Ja? Wissen Sie? Ja, gerne. Kennst Aber du? Sagen Sie mir bitte, ob es geklappt hat, ja? Ich habe noch kein Mail bekommen. Ah, prüfen Sie noch einmal. Ja, gerade gucken. Ich habe es. Bist du schon mal bei India gewesen, meine Schwester? Bei Indien nicht. Oh, willst du mal, musst du kommen zu Golden Temple bei Amritsar. Da kannst du hingehen, da kannst du ein Essen bekommen, was den heiligen Sikh Menschen dort kochen, okay? Oh, ja, okay. Pantatipi. Konzentrier dich. Grüße gehen raus an Ziggy Scambuster, der hat diesen Anruf erst möglich gemacht. Aber hier ist ein E-Mail gekommen. Ah, ist gekommen, ja. Also probieren Sie noch einmal bitte. Also es muss gehen. Ja, ich werde probieren. So, einmal schreiben, zweimal schreiben. Und hast du mir eigentlich ein License schicken von deiner Firma? Ja. Wo kein denn? Problem. Gleich habe. Gleich werde ich hier. Läuft es? Diesmal? Ja, gerade schreiben. Mir nur einfallen, dass mein Meerschweinchen heute Morgen zu mir sagen, ich soll immer nach License fragen. Und der Hase hat auch bestätigt machen. Okay? Chicken McFlurry. Okay. Kein Aha. Problem. Und Grüße gehen raus an Krasser. Nein. Ich muss gerade, während du das guckst, muss ich hier gerade einmal bei mir bei Kanal reingucken. Also Matze, 16 Sonny 60, Razer, Abuna Crystal Eis, Apple Deutschland, Blunt, Bad Luigi, Benavi, Callcenter Freddy, Charger in my Hood, Kero, Chopex, Chris, Cetrus, Lemon Hate, Cross 91, Déjà Vu der Olle, Drachi 1510, oh mein Gott, und ein Empörungsotter. Also nur mal ein paar Mal Gruß zu machen bei meinen Supportings, okay? Mhm. Also Bank. Also Bank arbeitet, ja? Nein. Bank bei meiner Sagen. Sehr geehrter Kunde, das von Ihnen zu einer Überweisung angewählte Konto ist von der, oh Gott, was heißt dieses Wort? Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen wegen Betrugsverdacht vorübergehend gesperrt worden. Ihre Überweisung ist nicht durchgeführt worden. Was der bedeutet? Ich kenne nicht diese Worte. Ich kann nicht kennen. Ich habe keine Worte. Ich verstehe überhaupt nicht. Warte, ich mache das bei Google Translate mal gucken, was der bedeutet. Na, also Sie sagen natürlich, also die Konkurrenten natürlich, das spielt eine große Rolle. Wer denn? Die Konkurrenten haben natürlich eine große Rolle daran gespielt, dass offensichtlich die haben unsere alle Bankverbindungen blockiert, ja. Oh mein Gott, hast du noch eine, was können wir probieren machen? Weil ich muss bald zu Doktor, ich habe jetzt nicht viel Zeit. Also, läuft bei dieser Bankverbindung auch nicht, ja? Nein, da ist, Sie jetzt bei Google Translate reinschreiben. Do you speak English, madam?
A little bit, yeah. A little bit, I can speak English, but not really good. Translate telling me this account is blocked for scam and fraud. Betrug machen, den Bank sagen. Du also Ihre Bank sagt, dass Konto, diese Konto. Bankverbindung gesperrt ist. Right. Ja. Daniel Wodke, Konto ein Betrug machen, von BaFin Finanzaufsicht gesperrt machen. Hat du andere Kontonummer? Noch eine. Andere Kontonummer? Gib mir noch eine, komm. Ich frage bei der Finanzabteilung, aber da weiß ich nicht. Ja, warten Danke. Sie bitte ab. Vielen Dank. Der heilige Ziege wird dir den Fusen ablecken. Finanzabteilung, right. Oh mein Gott, ich will Geld verdient machen. Warum so schwierig? Warum BaFin, Kripo und Bank immer Blockade machen? Ja, also, hallo, noch einmal. Also unsere Finanzabteilung sagt, dass es könnte Ihre Bank die irgendwelche technische Probleme haben. Nee. Können Sie sagen, was für eine Bank ist das? Postbank. Welche Bank bin? Postbank. Postbank, Sie benutzen Postbank. Okay, warten Sie bitte. Also Postbank kann irgendwelche Probleme haben, auch sogar technische. Ja, aber ich habe keine Technikproblem. Der sagt ja, man kann bei diesem Konto keine Überweisung machen. Interessant. Also das ist, wir haben, also jeden Tag machen wir das und andere. Und die verdienen schon das Geld mit uns, ja. Und in dieser Situation natürlich... Das scheint komisch zu sein, ja. Oh mein Gott. Also ich glaube, das könnte sein, dass Ihre Bank blockiert die Sache. Aber warten Sie bitte, wir schauen, was wir noch machen. Soll ich das, was bei Bank drinnen steht, soll ich das einmal bei Ihr E-Mail schicken? Das können Sie gucken? Ja, Sie können schicken. Schauen Sie, ich habe Ihnen sogar per E-Mail geschickt, ja, also unsere Lizenz und auch noch einmal die allgemeinen Informationen zusammengefasst, ja, mit dem Link auf unserer Webseite, so dass Sie verstehen. Also und jetzt ich schicke Ihnen noch einmal die Bankdaten. Okay. Probieren Sie das, ja, also. Weil das ist natürlich komisch. Also Ihre Bank, es gibt irgendwelche technische Probleme bei Ihrer Bank. Es darf nicht sein. Die anderen Kunden kommen durch. Verstehen Sie? Ja, ich weiß nicht. Ich hier bei Computer sitzen, ich fühle mich wie kleine Baby, weil kann ich nichts schaffen. Aber Bank sagt nicht das Problem. Verstehe. Okay, ich kann jetzt Copy machen und ich bei deinem E-Mail schicken. Wir werden das lösen, ja. Ja, wir werden das schaffen. Wir versuchen. Wir müssen ein Beto machen. Badeskilia, Apakala Donut. So, warte, ich werde dir jetzt lesen, was die schreiben. Sehr geehrte Kunden, auf die von Ihnen gewählte Bankverbindung können keine Überweisungen vorgenommen werden. Die Bankverbindung wurde von der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen wegen verdächtigen Aktivitäten vorübergehend gesperrt. Es wird dringend vor Überweisungen an Personen abgeraten, die im Zusammenhang mit der von Ihnen gewählten Bankverbindung stehen. Ich werde bei dir gucken. Ja, also das ist irgendwelche dumme, blöde Sache, auch von Konkurrenten natürlich geschafft. Herr Larifari, ich habe Ihnen nochmal zwei E-Mails geschickt. Eine E-Mail mit der den Informationen zusammengefasst, ja, und mit dem Link auf unserer Webseite und mit Lizenz, ja, und auch habe Ihnen noch einmal noch die Bankdaten für Kontoaktivierung, ja. Um Ihr Konto zu aktivieren, wir brauchen diese Überweisung zu machen, ja. Ja, ich weiß, ich also, möchte der ja auch schaffen, wir haben jetzt schon, das ist übrigens... Versuchen wir noch einmal, ja. Es ist schon Schauen vierte. Sie bitte in Ihre... Ja. Das ist kein Problem. Schauen Sie bitte in E-Mail-Box. Okay, ich werde Ihnen der schicken.
Hast du meine E-Mail bekommen? Moment, noch nicht. Ah, jetzt ja. Dir schreiben, nicht von Ihnen, das ist von anderem. Oh. Ah, doch, doch, Moment. Ralf Sieghardt. Wer ist Ralf Sieghardt? Das ist, was hat das für mir machen? Der, habe verstanden. Weil habe meine ja. Deutsch terrible. Ja, verstanden. Ja, also, reagieren Sie darauf nicht, ja? Also, haben Sie meine letzte Bankdaten bekommen? Ja, Antonio Lanza Blanco, die Italiener. Blanco, bitteschön, ja? Ja, bitte, ja. Aber das ist Deutsche Bank, ja, trotzdem. Ja, das ist kein Problem. Unsere Branche. Ja, heute Abend probieren Sie das bitte. Heute Abend habt ihr 4 Money Mules weniger, aber das ist nicht schlimm, oder? Weil in Indien sind Esel auch heilige Tiere. Wir werden gut Kümmerung machen. Okay? Ja, verstehe. Mhm. Ja? Ich gehe jetzt Online-Banking gucken und dann können wir Deal machen. Ja, bitte. Probieren Sie bitte noch einmal, also durch diese Verbindung. Hat deine Firma Probleme mit Polizei? Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Wir haben vielleicht Probleme mit Konkurrenten, verstehen Sie? Also die Konkurrenz ist groß. Das ist Finanzmarkt, ja? Und jeder natürlich möchte damit verdienen. Ich sage Ihnen, Herr Larifari, unser Interesse liegt erst an Ihrem Gewinn, ja? Also das heißt, ein kleiner Profit dann von dem Gewinn, ja, bis 7% wird dann für das Unternehmen abgebucht, ja? Aber nicht... Wir sind nicht an Ihrem Investitionsbetrag interessiert. Das heißt, das gehört Ihnen. Über dieses Geld verfügen Sie auch weiter. Deswegen brauchen wir Screenshot, ja, also Bestätigung, Fotokopie von dem Personalausweis, damit wir Ihr Handelskonto offiziell verifizieren können und damit Sie ja auch weiter auf dem Finanzmarkt handeln können. Verstehen Sie, deswegen ist es so. Aber die Banken und die Konkurrenten, die natürlich, die werden immer wieder etwas schaffen, damit nur sie die Kunden gewinnen und nicht wir, ja, das ist klar. Aber wir, welche also Firma machen? Ich werde Polizei sagen. Wie heißt die Firma, was das machen? Na, also Polizei sollen Sie nicht sagen, Sie, dass wir machen sowas nicht. Wir arbeiten mit unseren Kunden, ja. Also wir sind... Ja, aber welche andere Firma deine Firma kaputt machen? Warum die machen? Na, das ist normal. Das ist Finanzkonkurrenz. Ja, natürlich. Oh, sagen Gott. Sie mir bitte, haben Sie jetzt durch? Nee, gerade. Gleiches Wiederkommen bei E-Mail-Adresse drinnen bei Online-Banking. Sagt wieder, sehr geehrter Kunde. Auf die von Ihnen gewählte Bankverbindung können keine Überweisungen vorgenommen werden. Die Bankverbindung wurde von der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen wegen verdächtiges Activity vorübergehend gesperrt. Es wird dringend vor Überweisungen an Personen abgeraten, die in Zusammenhang zu der von Ihnen gewählten Bankverbindung stehen. Mit freundlichen Grüßen, Mimon El Baraka. Und wenn Sie das passiert, das ist Error Message. Wenn Sie IBAN angeben, ja? Right, ich schreibe das IBAN rein, ich schreibe Name rein, ich schreibe Money rein und dann, wenn ich auf Senden drücken und dann Sending Money, dann der Kurz hier das Kontrolle machen und dann das Error Message geben. Soll ich mit Mensch von Cyber Security bei dir reden? Soll ich mit ihm zeigen? Was meinen Sie bei Security? Sie können bei der Bank das nachzahlen. Also gehen Sie heute zur Bank einfach? Zur Bank hingehen? Es ist 30 Kilometer weiter. Ah, das ist 30 Kilometer weiter, ja. Okay. Na gut, also wenn nicht, dann nicht. Also kein Problem. Hat du noch einen Bankaccount? Nein, im Moment nicht natürlich, aber schade natürlich, aber... Ja, in einer halben Stunde habt ihr überhaupt nichts mehr. Ja, das meinen Sie. Sind Sie überzeugt so, ja? Was denn? Ja, ich möchte gerne Überweisung machen, aber nicht funktionieren. Ja,
Okay, aber hat schade du, natürlich, Credit, weil sie nicht... Stopp, hat du Credit Card? Kann ich bei Credit Card schicken? Nein, also Credit Card, meinen Sie bei Credit Card? Ja, oder hat du Österreich Moment, Bank oder Schweizerland Bank? Ich frage bei der Finanzabteilung, ja. Oder Italia Bank, bitte? Muss keine deutsche Kontonummer sein, ich nehme auch Kontonummer von Kasachstan, okay? Hätte kein Problem. Alles klar, warten Sie bitte ab, ich frage, was Visa, Mastercard betrifft, ja? Das tut mir so leid, mir sehr leid tun. Mhm. Okay, warten Sie bitte ab. Ich werde warten, bei deinem ganzen Tag. Oh mein Gott, ich möchte dir Geld gerne verdient machen. Und wir können der Meerschweinchenbande dann auch Provision geben. Jetzt auch gerade das License angucken. Das ist sehr gut, my lady, okay? Ich werde gerade bei Crusher jetzt rüber schicken. Aber ist 10 Megabyte. Hallo? Bist du immer noch Telefon, Rakesh? Ja, ich bin immer noch bei Telefon. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich frage jetzt gerade bei der Finanzabteilung nach einem Link für Visa-Einzahlung. Okay. Warten Sie bitte, ja, also das dauert. Ja, weil du das Mail für Crusher dauert auch gerade, weil das ist 10 Megabyte dein License, okay? Ist License von England, ja? Ja, deswegen, ich sage Ihnen, Hauptoffice ist in Great Britain, ja. Aber wir haben verschiedene Büros in allen Ländern von der Europäischen Union. Aha. Und deswegen, ja. Deswegen aber du hast vorhin irgendwas mit Next Generation Immediate gesagt. Auf der License steht AMI genau, Financial Solution Limited. Genau, das ist unser Projekt. Das ist unser Projekt, Investitionsprojekt, deswegen. Right. Investitionsprojekt, ja. Das warten Sie bitte. Das ist alles Netzwerk, ja. Das ist Netzwerk. Netzwerk? Meine Netzwerk auch sehr gut. Meine Netzwerk SARC ist Scambaiters Assault and Reconnaissance Group, right? Ja, okay. Moment. Also, ich schicke Ihnen jetzt, versuchen wir dann folgenderweise. Ich schicke noch einen Link, ja? Ja, schick mir Link und nochmal 2 oder 3 Account-Number, dann können wir Deal machen. Ne, also Account-Number nicht mehr. Hier du, ist Link. Aus Poland? Ja, Account-Number von Poland oder von England? Ist da auch nein, haben wir nicht. Leider nicht. Wir haben nur die deutschen Banken. Hat du mir jetzt alle Accounts schicken, was Sie haben? 4 Stück? Ja, genau. Im Moment ja, natürlich. Also, also Sie müssen nur, also ich schicke Ihnen einen Link für diese Einzahlung. Also ich hoffe, Sie schaffen es. Ich werde auch hoffen. Aber wer bezahlt bei Credit Card? Muss ich bezahlen oder macht Company? Weil American Express immer sehr teuer. Ja, also verstehe. Probieren Sie bitte auf den Link zu drücken, ja? Ich werde da drauf drücken. Ja, bitte. Und also geben Sie einfach, dann füllen Sie aus. Also ich sehe nicht, was Sie sehen, weil das ist extra für Sie. Und Sie füllen das aus. Und wir brauchen dann, wenn Sie diese Einzahlung durchgeführt haben, dann brauchen wir nur Personalausweis als okay. Fotokopie. Ja. Und bei welches Name diese Überweisung machen jetzt bei Credit Card? Welche Name also das soll ist ich schon schreiben? Bei kein Name, das ist auf Unternehmen, das ist schon, das ist. Aber hier steht ja, nicht, hier steht keine Name oder Company oder irgendwas. Ja, das ist ein Link von unserem Unternehmen, genau. Also das zahlen, also deswegen, ich bleibe mit Ihnen. Wenn Sie diese Einzahlung gemacht haben, wir bekommen die Bestätigung von der Finanzabteilung, dass Sie es durchgeführt haben und Sie schicken nur Fotokopie von dem Personalausweis. Aber dein License ist von ganz anderer Company. Crusher hat gerade nachgeguckt.
Ja, also das ist alles unsere Company, ja, das ist alles Emmy Solutions. Ich habe Ihnen auch Link auf unserer Webseite zugeschickt, ja, wo Hauptoffice, Hauptbüro befindet sich in Great Britain, ja. Und wir arbeiten in Österreich, in der Schweiz, in Niederlanden, ja, in allen Ländern von EU. Material. Wirklich? Ja. Okay, und du hast keinen anderen Account-Number mehr? Nein, kein, im Moment kein. Schade. Aber dann werde ich jetzt mit Visa machen. Ja, bitte. Also einfach auf Link drücken. Öffnen Sie den Link, bitte. Okay. Aber ich kenne ja, nicht diese Intensibio, diese Seite ich gar nicht kennen. Können wir bei PayPal machen? Nee, bei PayPal geht bei uns nicht. Ja? Warum nicht? Also bei uns, Sie haben, haben Sie den Link geöffnet? Ich das aufmachen, aber ich die Seite nicht kennen und steht keine Name von Firma, keine Name von Empfänger, der ein bisschen komisch. Ja, aber ja, also wenn Sie das alles ausgefüllt haben, ja, Sie müssen nur ausfüllen und dann Kopie von dem Personalausweis an mich senden, ja. Okay. Auf diese Weise werden wir Ihr Handelskonto offiziell verifizieren. Anders geht es nicht. Verification. Also im Moment, Sie sehen, ja, das ist Verification, ja. Okay, das ist sehr gut. Meine Güte, lange nicht so einen erfolgreichen Anruf gehabt bei meinen Lebenden, okay? Ich dir sehr viel Danke sagen für all der. Weil dein Company morgen kaputt, okay? Was meinen Sie? Kaputt ist indische Wort für Glück und Frieden. Ja, kaputt. Also was meinen Sie kaputt? Also sind Sie bereit, zusammenzuarbeiten oder nicht? Ja klar, ich werde vollumfassende Aussage bei internationalen Strafgerichtshof gegen euch machen. Hätte keine Problem. Wir haben dich jetzt... Ah, das meinen Sie? Ja, wir haben dich einstellt. Ah, ich sehe Sie... Du bist kriminell. Sie haben kein Interesse. Du bist kriminell. Wir haben dich einfach sagen. Du bist kriminell. Wir haben dich eine Stunde verarscht. Du bist live auf YouTube, du Drecksau. Möchtest du sonst noch? Wunderbar. Für mich ist das kein Problem. Schönen Tag. Wir kriegen euch alle. Und da ist sie raus. Ja, schönes Ding. Sauber. Geile Sache. Ja, im Hintergrund, ihr hört, hier sitzt wirklich immer, wie ihr euch das vorstellt, so die ganze Ziegenfarm. Denken ja immer, hier sitzen ein alter Mann, ein Schwuler, ein Jude, ein Russ und ein Inder irgendwie. In der Mitte vom Raum steht so ein Eimer mit dem Telefon drauf und da sitzen die alle drum. So hören sich die Kommentare als an. Also hier sind jetzt Ziggy, Scambuster und Callcenter Crusher mit dabei, haben den Call organisiert, im Hintergrund so ein bisschen die Arbeit gemacht und ja, der beste Titel für die Nummer hier ist ja eigentlich, wie man all seine Money Mules in einem Anruf verbrät. Oder ja. Leute? Genau. Hervorragend. Hammergeile Sache. Richtig so, episch. Ich drücke jetzt mal auf Aufnahme beenden, weil, Freunde, im Hintergrund beginnt jetzt die ganze miese Arbeit, die gar nicht so viel Spaß macht wie die Anrufe, aber verdammt wichtig ist. Und ja, wir hören uns.